Wie lange hast du denn, oder hast du schon mal im Hotel geschlafen, in so einem richtig schönen Hotel? Ich glaube 20 Jahre. 20 Jahre ist das her? Da ging es mir noch gut. Und, wie findest du es bis jetzt? Überwältigend, für mich jedenfalls. Ja? Für mich ist es überwältigend. Mehr, nee, ich krieg halt Pipi in den Augen. Okay. Wenn ich sage Pipi in den Augen, dann... Vielen Dank an dir, Mann, Tom. Ey, das ist, ich brauch nur die Matratze sehen. Was sagst du? Super. Und hier haben wir 300 Euro, Jungs. Die sind für euch. An alle Spender, die das gemacht haben, Alter. Motte ist sehr dankbar dafür. Und ey, ich hab euch alle lieb, Mann. Ehrenwort. Yo! Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Freunde, ihr seht schon heute Postbank-Filiale, denn es gibt was ganz Besonderes. Ihr habt schon auf jeden Fall im Titel entnehmen können, dass wir heute 300 Euro an Obdachlose geben. Wir haben einen Livestream gemacht, bei dem wir Spenden gesammelt haben und dabei sind ganze 300 Euro bei rumgekommen, Leute. Deswegen befinde ich mich heute vor der Postbank. Digga, jetzt wird auf jeden Fall kurz Geld abgehoben. Wir überraschen die Jungs nämlich und geben denen heute das versprochene Geld. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen rein, heben das Geld ab und dann machen wir uns auf den Weg zu den Jungs. Deswegen, let's go. Okay, Leute, an der Stelle haben wir dann das Geld abgehoben. Ich würde sagen, wir machen uns auch direkt auf den Weg zu denen. Ja, riesen Dankeschön geht auf jeden Fall nochmal raus, Leute. Der Spendenstream war echt geil. Wir haben echt eigentlich alles erreicht, was wir irgendwie erreichen wollten. Mal gucken, ob sie sich freuen. Ich hoffe natürlich, dass sie sich was Tolles davon kaufen werden. Ja, vielleicht die eine oder andere Nacht im Hotel verbringen können. Der eine oder andere hat es vielleicht von euch auch gar nicht mitbekommen, denn wir waren live gewesen, sind mit den Jungs ein bisschen rumgelaufen und haben noch die Nacht im Hotel verbracht. Ich habe den Jungs eine Nacht spendiert in einem 4-Sterne-Hotel, was mega süß war. Die Reaktion war auch echt krass. An der Stelle möchte ich euch jetzt zeigen, wie das abgelaufen ist. Die Leute, die es vielleicht schon gesehen haben, würde ich trotzdem darum bitten, dass sie dranbleiben und sich das Ganze nochmal anschauen und viel Spaß mit dem Livestream. Ja, wir haben heute einiges geplant. Wir wollen auf jeden Fall heute, ja, dass ihr die Jungs besser kennenlernt und die Mädels und dass wir heute auf jeden Fall ein bisschen Geld für sie sammeln, damit wir auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder... Ja, alles gut? Willst du was sagen, kurz? Ja, warum nicht? Wie geht's, Leute? Okay, entspannt. Ich wollte dich immer schon mal einmal treffen. So, ja? Ja, wir sind gerade live, ne? Also, aber alles gut. Ich erkläre euch kurz mal, Leute, wie wir das auf jeden Fall heute geplant haben. Wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen rumlaufen. Die werden uns ja den Zoologischen Garten ein bisschen näher bringen, wie ihr Alltag aussieht, wo die schlafen und vielleicht auch, was sie schon alles erlebt haben. Hier ist sehr viel Armut am Start, sehr viele Leute, denen es echt schlecht geht. Und die wollen wir euch heute mal ein bisschen mitnehmen, euch zeigen, wie es denen geht, damit wir auf jeden Fall über den Link unten Spenden sammeln können. Die Sache ist auch die, dass wir heute ja Essen verteilen werden und zu guter Letzt gibt es natürlich was richtig Heftiges und zwar habe ich ein Hotel gebucht für ja, Motte und Mike und die werden heute in einem richtig schönen Hotel schlafen. Ich war schon drinne gewesen, 4-Sterne-Hotel, teures Ding, echt schön. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu den Jungs. Alles gut? Hast du dich verschluckt? Ja, hast du dich verschluckt? Erstmal hallo. Ja, kurz mal. Servus, Nicole. Hey. So, ich würde sagen, Jungs, wir laufen mal eine Runde ein bisschen rum und Mädels natürlich. Mike, alles gut. So, gucke. Und das ist das Leben auf der Straße, wenn du nichts hast. Weil du kein ALG2, kein gar nichts kriegst, keine Krankenversicherung hast. Der Plan ist erstmal, wir holen jetzt ein paar Essenssachen und die werden wir dann ein bisschen verteilen an eure Jungs und Mädels. Ja, klar. Wollt ihr was? Ein Döner oder was? Also ich möchte gerne einen Salat. Salat willst du? Ja, ich möchte einen Salat. Möchtest du auch was? Dürüm. Dürüm? Mach ich. Ich hätte gerne ein Dürren, was glaube ich gar nicht so gut rüberkommt. Ihr denkt jetzt, ja, vielleicht sind die undankbar, vielleicht sind die ein bisschen komisch drauf. Ich sag euch einfach so, ohne Kamera, wenn ich mit denen geredet habe, habe ich Sachen über die erfahren, die übertrieben schlimm sind. Nachdem ich das Video geschnitten habe, am Donnerstag war Angie Geburtstag und ich will nicht so behindert reden, aber ich hatte einen kleinen so wie Zusammenbruch, weil ich darüber nachgedacht habe, was für ein Leben die haben. Und das hat mir übelst wehgetan und ich habe auch geweint. Und ihr denkt jetzt vielleicht, es kommt bestimmt nicht so rüber, dass sie mega dankbar sind. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr versteht ein bisschen, dass sie auch nicht so guten Kontakt zu Menschen gehabt haben und sozial vielleicht auch öfters ein bisschen schwächer sind. Vielleicht, weil ihr euch wundert, dass der ein oder andere Alkohol trinkt. Ich habe mit dem Kollegen mich unterhalten und der hat mir Sachen erzählt über sein Leben, die mich komplett aus dem Leben gehauen haben. Er trinkt theoretisch nur, weil er Sachen vergessen möchte, die er getan hat und die er gesehen hat. Und wenn ihr wüsstet genau, was ich damit meine, dann würdet ihr mehr reinfühlen können. Auch komm, einen großen Bissen für die Jungs. Yeah! Guten Appetit. Guten Appetit, Jungs. Ich wünsche euch erstmal einen guten Appetit. Wir gehen mal kurz rüber, hier liegt nämlich jemand. So, ich hab ein bisschen Essen für dich. Essen?
Nimm Essen hier, Digga. Bin hier. Wir sind gleich wieder da. Ich nehme mal hier so eine Box mit. Esst erstmal fertig. Wir sehen uns gleich wieder, Jungs. Ich hab nur zu essen, Digga. Ich hab Essen. Willst du essen? Okay. Okay, der kommt. Guck mal, wie er aufsteht. Guck mal, wie er aufsteht. Guck mal, wie er da steht. Guck mal, wie er da steht. Lass, Digga, lass. Möchtest du was essen? Ich hab türkische Pizza, mach auf. Ist noch warm. Möchtest du noch teilen mit denen? Boah, guck mal, Digga, wie süß. Digga, guck mal, ist ein Ehrenmann. Ja, korrekt von dir. Ich will nochmal auf das Thema ansprechen, dass ich ja ein Hotel rausgesucht habe. Mhm. Wie lange hast du denn, oder hast du schon mal im Hotel geschlafen, in so einem richtig schönen Hotel? Ich glaube 20 Jahre. 20 Jahre ist das her? Da ging es mir noch gut. Und dann? Naja, dann kam die Scheidung von meiner Frau. Und wie ist es dann endgültig dazu gekommen, dass du wirklich... Ja, im Flagrant in meine Frau erwischt. Du, deine Arbeit Frau? Kam. Ja, Mann, ich war ein paar Jahre bei der Armee, da oben war ich mal ein paar Tage nicht zu Hause. Und dann kam ich nach Hause, hab mich gefreut auf meine Jungs. Und dann, ja, im Flagrant erwischt und dann bin ich mal kurz, habe ich rot gesehen, Punkt. Willst du sagen, was du mit ihm gemacht hast, als du ihn gesehen hast, oder? Das habe ich wohl mit denen gemacht. Ja, geboxt wahrscheinlich. Aber ganz schön ordentlich den Arsch verzollt, Punkt. Wissen Leute? Dafür habe ich 9 Jahre gesessen, Ende. Du hast 9 Jahre im Haft gesessen, deswegen? Ja. Ich habe selber auch Schuld. Ich bin kein Unschuldslärm. Will ich gar nicht sagen. Jeder macht Fehler. Ich habe genug Fehler gemacht. Aber deswegen bin ich jetzt wieder auf der Straße zurzeit. Wir sind auf jeden Fall da. Bei dir letztes Mal, als du im richtigen Hotel warst, 20 Jahre her? Ja, 20 Jahre. Und wie sieht es bei dir aus? Das Hotel 1998. Da bin ich geboren. Also vor 22 Jahren. Was sagst du bis jetzt? 4 Sterne, Alter. Was geht hier ab? 4 Sterne, Hotel. Guck mal jetzt. Hier ist die kleine Lobby. Und? Wie findest du es bis jetzt? Überwältigend. Für mich jedenfalls. Ja? Für mich ist es überwältigend. Okay, dann werden wir mal sehen, wie du das Zimmer auf jeden Fall findest. Wir gehen schon mal zum... Nee, ich bin ja ehrlich, aber da war ein Bomber. Mehr, nee, ich krieg halt Pipi in den Augen. Okay. Wenn ich sage Pipi in den Augen... Okay, komm, er möchte nicht gefilmt, wenn er weint. Okay, lass weitergehen. Er freut sich auf jeden Fall. Ey, geil, danke für diese Scheiße. Hua. Was denkt ihr? Hua, was mein Kopf macht gerade. Was sagst du? Ist echt schon heavy. Ihr könnt hier auf jeden Fall duschen, ich kann euch die Dusche gleich zeigen. Vielen Dank an dir, Mann. Tom. Kein Problem. Ey, das ist, ey, ich brauch nur die Matratze sehen. Boah, ich freue mich da drauf, ey. Oh, einmal weich liegen wieder. Ja, du ohne Rückenschmerzen morgens fahren. Machen wir eine kleine Testprobe, komm, einmal rein. Ja, dann muss ich aber kurz meinen Rucksack abtrennen. Ja, komm mal. Die Schuhe, was macht man eigentlich? Egal. Oh, ist das geil. Oh Mann, yippieyay. Guck mal hier, kannst du richtig groß duschen, könnt ihr euch richtig schick machen. Das ist mal richtig fett. Ja? Das ist mal richtig fett. Mal richtig... Wieder den ganzen Dreck. So lange habe ich nicht mehr so ein schönes Zimmer, geiles Bad. Oh, wie gesagt, danke, Mann. Was sagst du? Super. Ich will das jetzt nicht mit Schuhe direkt. Ja, alles gut. Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin vor knapp 2 Jahren nach Berlin gekommen. Also nicht mal 2 Jahre, das war ja wirklich genau um die Zeit rum. Und ich bin damals hier am Kudamm rumgelaufen. Und habe auch Videos schon gedreht. Und damals war immer mein größter Wunsch, irgendwann, wenn ich 100.000 habe, was eine Riesenzahl für mich war, was ich auch niemals dachte, was ich erreichen werde, habe ich mir gewünscht, dass ich oben im Waldorf Astoria, das ganz teure Hotel, was ihr vielleicht auch kennt, was ein 5-Sterne-Hotel ist, ganz oben eine Suite für eine Nacht zu buchen und mit allen, die mir auf meinem Weg geholfen haben, zusammen zu feiern.
Und die Ironie in der ganzen Geschichte ist, dass sich mein Mindset und mein Kopf so verändert hat, dass ich jetzt quasi kurz bevor ich die 100.000 knacke, mit echten Menschen zusammen bin. Und ich habe viele auf meinem Weg kennengelernt, Menschen, wo ich dachte, dass sie echt sind, aber es nicht waren. Und ich jetzt was an Leute zurückgeben kann, wo ich weiß, dass sie echt sind, und das seid ihr. Und die Ironie an der Sache ist, dass ich jetzt glücklich damit bin, euch eine Freude zu machen, anstatt mich selbst in eine Luxus-Suite irgendwie einzusteigen, ja. Danke. Ja, kein Problem. Solange ihr auf jeden Fall eine kleine Freude habt, das ist eigentlich für mich das Beste. Hier einfach mal abschalten, einen Tag. Danke, mehr sag ich nicht. 100k hast du erreicht. Gerade schreiben alle 100k rein. Haben wir echt 100k jetzt geknackt? Ich kann es jetzt nicht genau kontrollieren, aber Leute, wenn es wirklich so ist, dann freue ich mich übertrieben. Und alle, die gerade dabei sind, das ist auch für mich ein magischer Moment. Zack! Zack! Oh, schon lieber. Zack! Doch nicht. Aber auf euch auf jeden Fall, Jungs, für die 100k und dass die Jungs hier noch eine schöne Nacht haben. Prost! Okay, Schnacken, komm, so, stimmt hier. Ich hoffe auf jeden Fall, euch haben die Highlights gefallen. Wir haben auch einfach 100k geknackt, was für mich so ein krasses Gefühl war. Ich glaube, ihr habt auch die kleine Ansprache gesehen, die ich da gemacht habe. Ja, war ein mega heftiges Gefühl für mich. Aber ich sehe schon, die Jungs sind auf jeden Fall wieder am gleichen Platz. Deswegen werden wir mal sehen, wie die auf jeden Fall drauf sein werden. Gucken wir mal, wie es wird. Sind wieder alle an der gleichen Stelle. Alles gut? Ja, und selber? Wie geht's dir? Gut. Alles fit? Ja, muss ich. Motto, alles gut? Alles gut? Ja klar, immer. Wie war die Nacht im Hotel, Jungs? So weit habe ich lange nicht mehr geschlafen. Ja? Eher ein Wort, Mann. Aber nee, war super, super, super schön. Alter. Schön ja. Geduscht, alles drum und dran, alles schön. Die Nacht war gut. Ja. So. Und halt auch gut geschlafen. Ja, aber erst ab 0 Uhr, so, weil ich bis dahin noch Fernsehen geguckt habe. Ja. Wieder was anderes. So, weil weißt du, wenn du den ganzen Tag immer nur den Alltagstrott hast, so. Und dann ist das doch schon Paradies. Ja. Morgens um 9:30 bis um 10 Uhr, so habe ich erstmal die Dusche für mich alleine beansprucht, so mit Tagewaschen, mit Duschen, mit allem. Okay, das freut mich. Aber das war's noch nicht gewesen. Ich will euch nämlich ein kleines Geschenk noch machen. Wir haben ja einen kleinen Spenden-Livestream gemacht und ihr habt ja mitbekommen, dass da ein bisschen was zusammengekommen ist. Das würde ich euch jetzt gerne geben. Ich habe es gerade abgehoben und hier haben wir 300 Euro, Jungs. Die könnt ihr auf jeden Fall, die sind für euch. Könnt ihr ein bisschen was damit anfangen? Ja, klar. Ja? Ich will mir gleich eine Currybulette besorgen. Ja? Ich habe nur eine kleine Bitte, holt euch was Gescheites davon. Bisschen Essen, vielleicht doch mal eine Nacht im Hotel oder was. Wie ihr es aufteilt, ist ja eure Sache. An alle Spender, die das gemacht haben, Alter. Motte ist sehr dankbar dafür. Ja. Und ey, ich hab euch alle lieb, Mann. Ehrenwort. Was denkst du, machst du so mit? Also auf jeden Fall auch erstmal was essen, ne, so, oder zu essen kaufen und dann halt mal kicken, was der Rest des Tages noch ergibt, ob man sich vielleicht noch einen anderen Rucksack kauft oder sowas. Ich glaube, ich brauche einen Gürtel, meine Hose rutscht. Ja. Noch ganz viel mehr, eigentlich ein Dach über dem Kopf, aber erstmal eine ordentliche Currybulette bei Curry 36. Vielleicht reicht es auch für ein oder zwei Nächte in irgendeinem, in der Unterkunft. Was ich eigentlich machen wollte, ist euch wieder ein bisschen Hoffnung, Lebensfreude und ein bisschen Wille zurück zu was anderem helfen. Das ist eigentlich die Intention von dem Ganzen. Ja. Hast du einen Stein bei mir im Brett? Ja. Alles klar, ein Stein heißt bei mir im Brett. Wenn du ein Problem hast, helfe ich dir gerne auch. Alles klar, jederzeit. Kein Problem, Digga. Ich habe euch gerne geholfen. Ich hoffe, ihr findet den Weg wieder. Und das war Motivation für euch. Okay, Leute, in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles so hinhaut, wie wir uns das vorgestellt haben. Jungs, auch fettes Dankeschön von mir nochmal, dass ihr auf jeden Fall so mitgeholfen habt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ja. Danke. Ciao, Jungs.